Wissen, was wirkt und was nicht. Mein Name ist Dr. Reza Kasemi, ich bin PR- und Wahlkampfberater. Heute schauen wir uns einen besonderen Fall an. Oberbürgermeister Peter Feldmann und die Wahl in Frankfurt. Wir sprechen über Deutschlands peinlichsten Bürgermeister, Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Erst das, Sie erinnern sich, sein Auftritt bei der großen Siegesfeier von Eintracht Frankfurt, Europapokalsieger die Eintracht. Doch der Oberbürgermeister will den Pokal für sich. Er will sich mit dem Pokal schmücken, nimmt ihn sich, zum großen Erstaunen von Mannschaftskapitän und Trainer. Und damit noch nicht genug. Es geht nämlich noch peinlicher. Kurz danach taucht nämlich dieses Video auf. Deutschlands peinlichster Bürgermeister auf einem Lufthansa-Flug nach Sevilla. Dort nimmt er sich das Bordmikrofon und lässt diesen Spruch los. Ja. Also ich habe hier eine Ansage sowohl vom Bodenpersonal als auch hier von den Flugbegleiterinnen, die mich hormonell am Anfang erstmal außer Gefecht gesetzt haben. Meine Damen. Flugbegleiterinnen, die diesen Politiker hormonell außer Gefecht gesetzt haben. Was für ein Satz, was für ein ekliger und was für ein peinlicher Satz von Deutschlands peinlichsten Bürgermeister, der sich immer noch an sein Amt klammert. Der OB Peter Feldmann ist abgewählt worden und am 5. März 2023 wählen die Frankfurterinnen und Frankfurter einen neuen Oberbürgermeister. Nachdem es mehrere Skandale gegeben hat, kam es zur Abwahl. Was genau da passiert ist und wie es mit dieser Wahl in Frankfurt weitergehen wird, darum geht es in diesem Video. Prozessbeginn gegen Peter Feldmann. Wegen Korruption. Juristisch Vorteilsnahme im Amt. Was ist da passiert? Vertrauen ist verloren gegangen. Und die Stimmen wurden immer lauter. Die Stimmen nicht nur in der Bevölkerung, nicht nur die Frankfurterinnen und Frankfurter, sondern auch die Stimmen in der eigenen Partei. Die SPD hat eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt, dieser Oberbürgermeister ist für uns nicht mehr tragbar. Wir wollen die Abwahl haben. Die anderen Parteien in Frankfurt haben gesagt, dieser Oberbürgermeister ist für uns nicht mehr tragbar. Dann hat sich Feldmann hingestellt und gesagt, okay, ich trete zurück. Aber dann wiederum sein Wort wieder zurückgezogen, hat gesagt, ich trete doch nicht zurück, lass es doch auf die Abwahl ankommen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ne, warum hat er seinen Rücktritt vom Rücktritt nochmal bekannt gegeben? Ist es wegen der monatlichen Vergütung? Kriegt er da Kürzungen? Hat er das deswegen gemacht oder wollte er es einfach drauf ankommen lassen und hat daran geglaubt, dass Frankfurt noch an ihn glaubt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, warum ihr glaubt, dass Peter Feldmann nicht zurückgetreten ist. Auf jeden Fall, es kam dann zur Abwahl und in Hessen gibt es ein spezielles Kommunalwahlrecht und das besagt eben, dass mindestens 30% der Wählerinnen und Wähler einen Oberbürgermeister oder Bürgermeister abwählen müssen. Im Falle von Frankfurt mussten über 200.000 Menschen zu dieser Wahl kommen und eben sagen, wir wollen diesen Oberbürgermeister explizit nicht haben. Dann kam es auch so. Oberbürgermeister Peter Feldmann ist abgewählt worden. Jetzt gibt es am 12. März 2023 eine Neuwahl und gegebenenfalls ein paar Tage später eine Stichwahl. Es stehen jetzt auch 20 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Und die Frage ist jetzt natürlich aus PR-Sicht, aus Image-Sicht, wie hat sich das Ganze ausgewirkt und was ist da geschehen und welche Konsequenzen muss man in diesem Wahlkampf natürlich berücksichtigen. Ganz klar ist, die SPD hat Peter Feldmann damals ins Rennen geschickt. Er hat auch ein grandioses Ergebnis für die SPD damals erzielt. Ein Überraschungssieg war das auch gewesen. Er war damals natürlich viel in Kontakt mit den Menschen, hat das Vertrauen der Leute gewonnen, aber über die Jahre hinweg eben viele Fehler gemacht, wo eben sein Image nachhaltig beschädigt worden ist. Jetzt bringt Peter Feldmann natürlich ein eigenes Buch raus, in dem er natürlich seine Biografie schreibt. Verfrüht kommt dieses Buch dann raus, wahrscheinlich auch zum Zeitpunkt der Wahl. Aber die Frage ist, wie müssen jetzt die verbleibenden Parteien, die Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt antreten zur Wahl, mit dieser Situation umgehen? Naja, die SPD hat einen Image-Schaden, eigene Kandidat, wollte nicht zurücktreten. Und das ist historisch eine Besonderheit. Die eigene Partei muss sagen, bitte wählen Sie den damals von uns aufgestellten Kandidaten nicht mehr. Das schadet natürlich einer Partei in so einem Wahlkampf. Und da muss man eben in der Kampagne auf diese besondere Situation eingehen und den Schaden, Vertrauen, was die Leute der Partei damals entgegengebracht haben, wiederherstellen. Das ist nicht einfach, wenn man einmal ein Glas zerbrochen hat. Das wieder zusammenzukleben, das ist natürlich eine schwierige Sache. Vertrauen muss man über Jahre hinweg aufbauen und es kann aber in Sekunden in die Brüche gehen.
Dann ist die Frage, wie reagieren natürlich die anderen Parteien darauf? Denn einige Parteien haben diese Koalition im Stadtrat natürlich mitgetragen. Und wir haben ganz viele Bewerberinnen und Bewerber für dieses Amt des Oberbürgermeisterkandidaten in Frankfurt. Und es geht natürlich um eine Sache. Wer schafft es am stärksten, dieses Vertrauen aufzubauen? Was meint ihr, worauf kommt es noch an? Welche Fehler hat Feldmann gemacht und wie wirkt sich das jetzt auf die Wahl aus? Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche weiteren Fragen ihr dazu noch habt. Bis bald.